Das Duell. Uwe 1,69,5 Wurlitzer gegen Hannes Ozig. Heute die große sportliche Herausforderung. Uwe, ich hab's dir versprochen, du darfst dich heute jemanden stellen. Okay. Und zwar, du siehst schon gut aus. Ich bin mal gespannt, wen du mir diesmal rausgesucht hast. Jürgen Bremer, da habe ich ja schon im Seilspringen. Naja, ich hatte die falschen Schuhe an. Genau, das geht die ganze Zeit so. Uwe erzählt uns täglich, wie oft er trainiert. Bei den Gewichten, da machst du alle platt. Das erzählst du uns jeden Morgen. Na, ich trainiere ja auch 3-4 Mal die Woche. Also von daher, das sollte schon klappen. Wen hast du denn jetzt? Erzähl doch mal. Ja, also, ich habe dir einen Spitzensportler organisiert. Spitzensportler? Ja, und ich stelle ihn jetzt am besten mal vor. Moin. So, Uwe, das ist Hannes. Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Hannes Ozig, Weltmeister, Europameister, Olympia in Rio, Silber im Achterruderer, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja, im Großen und Ganzen stimmt das so, ja. Hannes, mach ihn platt. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, Uwe? Also du hast ja gesagt, kein Gegner ist dir... Mach ich fertig. Na gut, dein Wort in Gottes Ohr. Also, nimm ihn richtig ran. Ich nehme ihn richtig hart ran heute, ja. Das ist aber auch hübsch. Ich bin schon still. Okay. Ich habe mich mal umgezogen. Ich wusste ja nur nicht, worauf ich mich vorbereiten muss. Und deswegen musste ich mir Sportsachen leihen von Hannes. Sagen wir mal so, die passt ganz gut. Ja, Uwe, also wir sind jetzt hier im Kraftraum vom Olympischen Ruderclub und du weißt natürlich, vor dem richtigen Training müssen wir uns erstmal warm machen. Ja. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass du erstmal ein paar kleine Runden hier laufen gehst. Okay. Oje, ich glaube, da macht er mich nachher richtig fertig mit. Und jetzt geht's in die heiße Phase. Hinter uns wird jetzt die Kraft gemessen. 70 Kilo sind das. Und Uwe, du darfst anfangen. Wer die meisten schafft. Ja, ich von der Aufwärmung, mir ist noch ganz schön. Ich glaube, ich habe schon zu viel gemacht. Das werde ich. Ja. Alles klar. Fängt schon gut an. Yay. Oh, knappe Kiste. Doch. Aber warte, echt. Uwe, woran hat's gelegen? Naja, also ich denke mal, ich habe zu wenig gegessen heute Morgen. Ich habe Ibuprofen eingeworfen, weil ich ja Rückenschmerzen habe. Ja. Ansonsten denke ich mal, ich hätte locker noch 10-12 Stück machen können. Und scheiße. Hannes, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hätte es zu mehr gereicht?
Ja, also ich hätte noch ein paar Dinger machen können, aber ich wollte den Uwe jetzt nicht so bloßstellen. Und jetzt kommen wir zur absoluten Königsdisziplin, 200 Meter Rudern. Ich bin die Glücksfee, ich darf den Startschuss geben und ich bin dabei auch völlig neutral. Also ich bin für beide, entweder Hannes oder auch Uwe, ich drücke beiden die Däumchen. So, auf die Plätze, fertig, los! Hannes! Entschuldigung. Hast du ganz, ganz toll gemacht, Hannes. Ich bin sehr stolz auf dich. Schon strecken, musst du mich echt strecken, ey. Puh. Tut mir leid, Uwe. Ja, ja, von wegen. Scheiße. Komm, der Anfang war gut. Und es ist, ich habe Rücken, deswegen, sonst hätte ich ihn fertig gemacht, Leute. Klar.